Es ist ganz witzig, weil viele Leute sagen immer, sie haben ein Schlüsselerlebnis am Anfang als Kind, wenn sie die Sterne sehen und wissen, sie wollen Astronomen werden. Bei mir war es ein bisschen mehr verschwommen, weil Astronomie hat mich dann sehr interessiert, wie ich ein Jugendlicher war. Wir haben einen tollen Physiklehrer gehabt, der Astronomie angeboten hat. Ich habe mein Abitur in 95 gemacht und genau dieses Jahr war das Jahr, wo wir die ersten Planeten um Sterne wie unsere Sonne gefunden haben. Und daran arbeiten wir jetzt. Und das ist eigentlich ein Wahnsinn. In diesen 15 Jahren sind wir von den ersten Planeten, die wir entdeckt haben, zu denen gekommen, die schon so ähnlich wie unsere Erde sein könnten. Wir wissen es noch nicht genau, aber wir haben schon welche gefunden, die von der Masse her im Bereich sind, wo sie Felsplaneten wie unsere Erde sein könnten. Was wir wirklich machen, ist, wir fangen einen Teil des Lichts des Planeten ein. Im Augenblick funktioniert es das so, dass wenn der Planet sich vor den Stern schiebt, ein Teil des Lichtes des Sterns durch die Planetenatmosphäre gefiltert wird. Es funktioniert natürlich gut, wenn es eine sehr hohe Planetenatmosphäre gibt, also eine gewichtige Planetenatmosphäre, weil da einfach mehr zum Filtern da ist. Für einen erdähnlichen Planet wäre diese Filterung, also diese Hülle, sehr dünn. Das ist wie beim Apfel, wenn Sie einfach die Schale haben, mehr oder weniger als Größenvergleich ist es bei der Erde so ähnlich. Das heißt aber, im Augenblick können wir diese Charakterisierung schon für Gasplaneten mit diesen sehr extrem massiven Atmosphären machen. Und wir wissen, dass es kleine Planeten, felsähnliche gibt um andere Sterne. Das heißt, was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen es zusammenbauen mit größeren Teleskopen. Jetzt brauchen wir natürlich ein größeres Teleskop, weil mit den kleinen Teleskopen können Sie es für die größten Planeten machen. Mit den großen Teleskopen können Sie es dann für die kleinen Planeten machen, weil Sie einfach mehr Licht kriegen pro Sekunde, das Ihnen dann die Information eben gibt über diesen spektralen Fingerprint. Und wenn Sie das machen, können Sie das Licht dann aufspalten, seine Komponenten, zum Beispiel rot nach blau, wie wir das in der Schule gemacht haben mit dem weißen Sonnenlicht. Und wenn die Intensität überall gleich ist, dann haben Sie keine Atmosphäre. Aber wenn es jetzt Intensitätsabschwächungen gibt, Absorptionslinien, einfach wo Licht fehlt, dann wissen Sie, dass in der Atmosphäre dieses Planeten ein Molekül ist, das schwingt oder rotiert und Ihnen dadurch diese Energie in der Absorptionslinie wegnimmt. Und dadurch können Sie Lichtjahre hinweg die Atmosphäre vom Planeten charakterisieren, wo wir lange Zeit nicht hinkommen werden. Aber das Licht allein, dieser spektrale Fingerprint, gibt Ihnen die Möglichkeit, jetzt zu schauen, was ist in der Atmosphäre drinnen. Der spektrale Fingerprint, der auf Leben hinweist, und als Wissenschaftler kann ich Ihnen nie sagen, dass da 100% Leben geben wird, aber einfach der mich jubeln lassen wird und die anderen auch, ist einer, der generell auf Leben hinweist, wie auf unserer Erde, weil für anderes Leben wissen wir noch nicht, was diese Spektrallinien wären, was diese Chemikalien wären. Und das ist einfach die Kombination von Sauerstoff mit einem reduzierenden Gas, also wie zum Beispiel Methan. Auf der Erde sieht man das für die Hälfte der Laufzeit der Erde, also der Geschichte der Erde, kann man es sehen und kann man sehen, dass es auf der Erde einfach durch das Licht sehen, dass es auf der Erde Leben gibt, mit Wasser. Und dann alles dazu ist noch Bonus, damit wir verstehen, wie die Atmosphäre funktioniert. Und wenn wir natürlich jetzt noch weiter in die Zukunft gehen und größere Teleskope hätten, dann können wir auch so auf Sachen schauen wie man-made Gases, also Gase, die nur von der Zivilisation zum Beispiel produziert werden. Aber die sind ganz, ganz wenig in der Atmosphäre. Das heißt, sie brauchen schon so ein großes Teleskop, um die zu sehen. Wie zum Beispiel Freons, die bei uns FCKWs, die bei uns aus dem Kühlschrank kommen und unsere Ozonschicht zerstören. Die könnte man unter Umständen also sehen, also wenn man ein groß genuges Teleskop hat. Und wenn sie es dann anders sehen, wäre es natürlich auch fröhlich zu fragen, ob alle intelligenten Spezies den gleichen Fehler machen mit FCKWs und der Ozonschicht oder ob wir das nur waren. Wenn wir jetzt die zwei Sachen zusammennehmen, wie gesagt, wir brauchen ein größeres Teleskop, um das tun zu können, dann haben wir den Schlüssel in der Hand, Planeten wie unsere Erde zu charakterisieren. Und dann wird es für mich wahnsinnig spannend, weil wir unsere Erde in Kontext setzen können. Ist unsere Erde eine Ausnahme? Ist sie ganz normal? Sind alle anderen Erden, wenn sie jünger sind, so wie die fossilen Rekorde bei uns eigentlich sagen, dass die Erde war? Was passiert in der Zukunft? Was ist, wenn man 100 Erden findet? Sind davon 99 bewohnt oder 99 nicht bewohnt oder 100 nicht bewohnt? Das heißt, diese ganzen Fragen, die Kernfragen, die wir haben, sind wir allein im Universum? Was passiert mit der Erde? Ist unser Sonnensystem normal oder sehr Ausnahme?
Die fangen wir jetzt schon an zu beantworten. Aber was wir finden, das ist das Spannende auch daran, wir finden jetzt nicht das Analoge zu den Planeten in unserem Sonnensystem. Wir finden Planeten, die größer sind, die eine Masse haben dazwischen. Und natürlich einfach von den Detektionsmethoden im Augenblick ist es so, dass wir die größeren, schwereren Sachen leichter finden. Es ist einfach leichter, die zu finden als die kleinen. Aber wir finden um einiges mehr kleine Planeten und leichte Planeten. Und da, das ist jetzt Erde bis 10-mal Erdmasse, ist, wo es mehr oder weniger so raufgeht. Wenn Sie sich jetzt einfach die Zahl der Planeten versus die Masse anschauen würden. Hier sind wir super sensitiv, also da würden wir alle finden. Und hier wird es so ein bisschen grauzönlich, also da ist unsere Detektionsmethode gerade so, dass es Planeten finden kann. Und die Kurve schaut aber so aus. Das heißt einfach, es gibt viel, viel mehr in diesem kleinen Massebereich, was es super spannend macht, nach Leben zu suchen. Aber dieser kleine Massebereich ist nicht die Erde, Venus, Mars, sondern das ist 7 Erdmassen, 10 Erdmassen, 5 Erdmassen, 4 Erdmassen, Sachen, die wir in unserem Sonnensystem nicht haben. Ganz neue Planeten, ganz andere Planeten. Und der andere Teil, der natürlich für mich auch persönlich sehr spannend ist, ist, wir generieren Modelle für Planeten, die wir im Augenblick noch nicht charakterisieren können, wo wir einfach die Technologie noch nicht haben oder das Teleskop ist noch nicht groß genug, um da jetzt Licht einzusammeln. Warum diese Modelle sehr wichtig sind, ist einfach auch dafür, dass wir die Instrumente richtig bauen und richtig auslegen, um diese Spuren zu finden. Einfach zu wissen, wie lang muss man schauen oder wie sensitiv muss das Instrument sein, damit wir so eine Spur nicht verpassen. Wir sind jetzt nicht wie die alten Erforscher, die in ein Schiff steigen und einen neuen Kontinent finden, sondern wir nehmen unsere Teleskope und wir finden ganze andere Welten. Sie und ich und die nächsten Generationen sind die Generationen, die die neuen Welten um sich herum entdecken. Ob wir jetzt Leben finden oder nicht, wäre natürlich super spannend, aber wir finden Welten um uns herum, die uns in Kontext setzen. Wir sind nicht mehr allein. Wir wissen, es gibt Planeten und andere Sterne. Und wenn ich am Abend hin und wieder raufschaue und mir die Sterne anschaue und dann denke, der Stern hat einen heißen Jupiter, der Stern hat vielleicht eine Erde, das finde ich ziemlich spannend und das bringt mich auch in eine Verbindung mit den Sternen um uns herum und den Planeten.